Langer Samstag auch in Mannheim, lange Gesichter beim Kassierer des SV Waldhof. Denn nach den zuletzt gezeigten Leistungen kamen nur ca. 6000 Zuschauer ins Südweststadion zu einem Spiel, bei dem es viele Torszenen gab, so viel vorneweg. Einwurf 9 in der 7. Minute. Homburgs Libero Wojcickis Kopfball zu kurz. Der Ball kommt zu Fritz Walter und der lässt Scherer keine Chance. 1:0. Waldhof kontrollierte das Geschehen in den nächsten Minuten mit überlegtem, sicheren Kombinationsspiel und guter Raumaufteilung. Gaudinho legte zurück auf Libero Sebert und es steht 2:0 in der 15. Minute. Bei den Homburgern fühlte sich niemand so richtig für die offensiven Mittelfeldleute der Waldhöfer zuständig. Borchers und vor allem Gaudino nützten ihre Freiräume weitlich aus. Scherer konnte parieren, Neueinkauf Jürgensen traf das Tor nicht. Karl-Heinz Bührer wirbelte heute am rechten Flügel. Doch seine Reingabe konnten weder Jürgensen noch Fritz Walter verwerten. Die anschließende Ecke kurz gespielt auf Kohler, der verlud Freiler. Doch Verteidiger Frenken konnte auf der Linie klären. Und die anschließende Flanke hielt Scherer sicher. Die erste Homburger Chance erst in der 23. Minute. Bunzol auf Offensivverteidiger Frenken. Der lässt weiterlaufen auf Jambo. Dessen Flanke auf Freiler, doch Zimmermann auf dem Posten. Die anschließende Ecke brachte nichts ein. Stattdessen Waldhof, Bührer mit langem Pass auf Fritz Walter, der leitet weiter auf Waldhofs elegantesten, auf Maurizio Gaudinho, aber dem erscheint es einfach zu einfach, ins leere Tor zu schießen. So konnten die Homburger noch einmal klären. Die Ecke kam dann zu Dickieser und dessen Vorlage nützte Fritz Walter zum 3:0 in der 31. Minute. Die Abwehrarbeit seiner Vorderleute bereitete Torhüter Scherer Bauchschmerzen, aber in der ersten Halbzeit geschah nichts mehr, es blieb beim 3:0. Zu Beginn der zweiten Halbzeit ein Freistoß von Bunzol, der schob ihn überraschend für unseren Kameramann und die Waldhöfer Abwehr in den Strafraum. Freiler nützte die Unachtsamkeit zum 3:1. Danach dominierten die Saarländer das Geschehen auf dem Platz für ca. 20 Minuten, aber im Abschluss waren sie einfach zu unkonzentriert. Freistoß Sebert in der 65. Minute auf Quaiser. Freiler faulte ihn. Elfmeter, den Bührer verschoss. Beim Aufsteiger gesellte sich nun auch noch Pech dazu. Denn Becks Geschoss traf das Lattenkreuz. Waldhof wechselte aus für den Dänen Jürgensen, der sich redlich bemühte, kam Henrich Eichenauer. Und der bedankte sich wiederum für seinen Einsatz in der 83. Minute. 4:1. Nur 3 Minuten später. Bührer setzt wieder auf dem rechten Flügel zu einem beherzten Flankenlauf ein. Fritz Walter rutscht in den Ball und es steht 5:1. Sein drittes Tor im heutigen Spiel. Nur 1 Minute später brannte es bereits wieder vor dem Waldhöfer Tor. Doch Schäfer hob den Ball übers Tor. Im Gegenzug war wieder einmal Gaudinho nicht zu stoppen. Doch dessen Schuss Scherer über die Querlotte. Der Abwehr, der Eckball wieder zu kurz. 9. Schuss konnte Scherer nicht festhalten, aber Eichenauer behielt nicht die Nerven. Am Ende blieb es beim 5:1. Der klare Sieg geht vollauf in Ordnung, täuschte aber darüber hinweg, dass auch bei Waldhof einiger Sand im Getriebe war.